Hallo, Martin hier von Dr. Windows, heute mit einem Zwergenduell. Es hat sich ja in letzter Zeit einiges getan auf dem Markt. Viele neue OEMs für Windows Phone sind in den Markt eingestiegen, hauptsächlich im unteren Preissegment. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie sich denn das Prestigio Multiphone 8400 Duo, schrecklich langer Name, gegen das Lumia 530 schlägt. Beide sind absolute Einsteigergeräte. Das Lumia 530 wird zum offiziellen Verkaufspreis von 99 Euro angeboten, ist aber schon deutlich günstiger zu haben. Die Dual-SIM-Variante habe ich heute Morgen zum Beispiel schon für 77 Euro bei einem Online-Händler gesehen. Das Prestigio Multiphone 8400 Duo gibt es für 89 Euro im Moment in Deutschland nur bei Notebooks billiger. Von daher gibt es auch keinen günstigeren Anbieter. Beides also, wie gesagt, absolute Einsteigergeräte. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was die beiden so können. Wir schauen einfach erstmal von außen drauf. Fangen mit dem Lumia 530 an. Hier haben wir das typische Kunststoffgehäuse, wie wir es bei den Lumias eben auch kennen. Das Prestigio ist auch Kunststoff, sieht aber natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben hier eine glänzende Oberfläche, ein bisschen poliert. Hier hat man das Logo noch mit draufgepackt. Das sieht so ein bisschen edler aus. Letztlich würde ich sagen, also beide sind jetzt nicht gerade super Schlankheitswunder, wie man hier gut erkennen kann. Das 530er ist ein bisschen dicker. Aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Hier ist es letztlich vermutlich auch Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ich bin ja so ein bisschen der Farbentyp. Allerdings, man muss auch sagen, Microsoft packt bei jedem 530er auch noch ein schwarzes Cover zum Wechseln mit rein, damit wir das ja auch mal gezeigt haben. Grundsätzlich fühlt sich das ein bisschen griffiger an, ein bisschen angerauter, aber auch hier, das liegt ganz gut in der Hand. Also ist jetzt nicht so glitschig, wie man es vielleicht vom Glanz her hier so vermuten könnte. Das Innenleben ist bei beiden Geräten einigermaßen gleich. Beide haben den Snapdragon 200 Quad-Core mit 1,2 GHz an Bord, haben beide eine DVGA-Auflösung, beim 530er ein bisschen größer, weil es keine Hardware-Tasten hat. Hier haben wir also schon mal einen ersten Unterschied. Das Prestigio hat eben diese Hardware-Tasten, ist deswegen auch vom Gehäuse her ein bisschen, klein bisschen größer. Spannend ist natürlich die Frage, wie schlagen sich diese beiden Geräte in puncto Performance, wie sehen sie aus? Und wenn wir jetzt hier schon mal einen ersten Blick drauf werfen, das dunkelt hier sofort ab, fällt euch hier vielleicht sofort was auf. Ich hoffe, dass es im Video gut rüberkommt. Das ist zweimal dasselbe Bild mit komplett unterschiedlicher Darstellung. Ich muss ganz klar sagen, in meinem bisherigen Test, man sieht das jetzt dann hier, glaube ich, auch auf der Startseite hoffentlich dann recht gut, das Display beim Prestigio ist tatsächlich um eine Klasse besser als beim Lumia 530, das muss man ganz klar sagen. Was die Performance der Apps angeht, können wir jetzt mal hier so zwei, drei Vergleiche machen. Habe ich persönlich so gut wie keinen Unterschied festgestellt. Wir starten jetzt einfach mal hier die Nachrichten-App so einigermaßen gleichzeitig und sehen, dass die, das dauert jetzt hier ein bisschen lang, jetzt dauert hier das Laden ein bisschen länger, aber das ist mal so, habe ich wirklich festgestellt. Wir gucken natürlich mal noch die Dr. Windows App an und ja, da ist es jetzt zeitgleich, jetzt hier war das Prestige schon ein klein bisschen schneller. Also ich habe, wie gesagt, einige Tests gemacht, es gibt sich wirklich nicht viel, die Performance ist gleich, klar, es ist ja auch dasselbe Innenleben. Dann gehen wir mal auf die Unterschiede ein der beiden Geräte. Ich nehme das Prestigio mal zuerst hier wieder in die Hand. Wie gesagt, was sofort auffällt, ist das deutlich bessere Display. Allein das könnte für mich jetzt schon ein Grund sein zu sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, doch eher für das Prestigio. Das Prestigio hat auch einen Helligkeitssensor, das heißt, ich kann hier die Helligkeit vom Display auf automatisch einstellen. Das kann ich beim 530er eben nicht. Hier in diesem Beispiel jetzt sind beide Geräte auf mittlere Helligkeit eingestellt. Akkuverbrauch kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich habe mit beiden Geräten seit heute Morgen exakt das gleiche gemacht. Ich habe die von Grund auf eingerichtet, habe ein paar Fotos geschossen und so weiter. Jetzt sehen wir hier, dass das 530 ist bei 82%, das Prestigio bei 80%, also ein bisschen weniger. Das wäre quasi Gleichstand, wäre dann nicht die Tatsache, dass wir im Lumia 530 einen Akku haben mit 1430 mAh und im Prestigio 8400 einen Akku von 2000 mAh. Das heißt, obwohl der Akku hier deutlich größer ist von der Kapazität her, ist er hier schon ein bisschen weiter erschöpft, spricht also dafür, dass
dass Prestigio ein bisschen energiehungriger ist. Könnte natürlich auch durch das Display verursacht werden. Displays sind halt nun mal der Hauptstromfresser bei Smartphones. Ja, dann kommen wir mal zur Kamera. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte. Kritikpunkt immer wieder bei den Lumias oder bei den günstigen Lumias, wie jetzt bei den 530, das hat keinen Blitz. Das Prestige dagegen hat einen Blitz. Jetzt könnte man meinen, okay, ist bei schwierigen Lichtverhältnissen dann auf jeden Fall schon mal das Prestige besser. Hast du gedacht? Ich habe also ein paar Testaufnahmen gemacht. Der Blitz, man kann das jetzt leider nicht schöner sagen, ist komplett unbrauchbar. Also auf naher Distanz werden die Fotos komplett überbelichtet. Und wenn es ein dunkler Raum ist, dann fehlt es an Reichweite. Also der Blitz taugt nichts. Und ich habe in einem dunklen Raum Bilder gemacht. Ich werde dazu später dann auch noch einen Test auf Dr. Windows veröffentlichen. Tatsächlich macht das 530er bei schwachen Lichtverhältnissen bessere Bilder ohne Blitz als das Prestigio mit Blitz. Also man sollte sich nicht immer so unbedingt verleiten lassen von den Angaben, sagen, nur weil das jetzt einen Blitz hat, macht es die besseren Bilder. Auch ansonsten ist die Kamera beim 530er eine Ecke besser, ganz klar. Es fehlt hier an der Frontkamera, wem das wichtig ist, für den könnte das Pendel vielleicht wieder Richtung Prestigio ausschlagen. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, nach den ersten Eindrücken, dann würde ich sagen, dass beide Geräte sich in puncto Performance und so weiter, wie ich sagte, nichts geben. Von daher für den Alltagsgebrauch absolut ausreichend. Bei der Kamera ganz klarer Sieger, das 530. Beim Display ganz klarer Sieger, das Prestigio. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ist für euch wichtiger. Wenn ich öfter mal ein paar Bilder machen möchte, dann würde ich sagen, verzichte ich lieber auf das bessere Display und greife zum 530er. Wenn mir ein gutes Display wichtig ist und Bilder nicht so die große Rolle spielen, dann schlägt das Pendel eindeutig in Richtung Prestige aus. Was wir hier beim 530er natürlich auch noch erwähnen müssen, sind die ganzen Lumia-spezifischen Apps wie hier Drive, wie Nokia Music und diese ganzen Geschichten, die ihr alle von den Lumias kennt. Die fehlen mir natürlich bei Prestige auch, was auch wiederum ein Kaufargument sein könnte. Jetzt schauen wir in die Geräte noch rein. Bei beiden Geräten kann man das Cover abnehmen, sofern man ausreichend Fingernägel hat. Ich nehme das mal kurz aus dem Bild, sonst schaffe ich das nicht. Was ist denn jetzt los? Das ist live. Kriegt das Ding da. Wenn man an die richtige Stelle greift, dann geht es auch ganz einfach. So, dann nehmen wir hier das Cover mal ab und sehen, dass wir hier einen austauschbaren Akku haben. Deswegen mache ich das auch ganz zum Schluss, weil das Gerät logischerweise aus. Wichtig, wenn ihr euch für das Prestige entscheidet, wir haben hier, gibt es nur in der Dual-SIM-Variante. Und bitte beachten, hier kommt tatsächlich das kaum noch in der Praxis existente Mini-SIM-Format zum Einsatz. Also eine Stufe größer als die Micro-SIM, das, was man eigentlich in Deutschland gängigen Handys schon seit einigen Jahren kaum noch kennt. Hängt einfach damit zusammen, dass auch Prestigio viel in den osteuropäischen Ländern vertreten ist, wo dieses Format eben noch beherrschend ist. Also dran denken einfach, dass ihr euch einen Adapter für eure Micro-SIM besorgt oder die Karte austauscht. Hier kann noch eine SD-Speicherkarte rein, mit der ihr die 4 GB installierten Speicher erweitern könnt. Auch da sind sich die beiden Geräte gleich. Beide haben 4 GB Festspeicher und 512 MB Arbeitsspeicher. Jetzt versuchen wir das Ganze beim Lumia. Das geht nämlich tatsächlich hier an der Ecke auf. Auch beim Lumia 530 haben wir einen austauschbaren Akku. Sehr erfreulich, dass das jetzt immer mehr zum Standard wird. Das hier sieht so ein bisschen komisch aus. Das ist ein Micro-SIM-Kartenslot. Das sieht ein bisschen schmaler aus. Die rutscht hier so seitlich rein. Ich habe mich da auch gewundert. Also hier Micro-SIM, hier ist also die Single-SIM-Variante. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, per Speicherkarte die 4 GB Gerätespeicher zu erweitern. Ja, das war wie gesagt mal so ein Rundflug über die beiden Geräte. Lassen die Einzelteile jetzt hier einfach mal so liegen. Diese Entscheidung ist schwer zu treffen, je nachdem, wo die Präferenz liegt. Wie gesagt, nochmal Lumia 530 eher für die Leute, die knipsen, und das Prestige für die Leute, denen dann doch das Display im täglichen Gebrauch wichtiger ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Entscheidungshilfe geben. Mir hat jetzt hier ein Gerät noch gefehlt. Eigentlich sollte das Arcos 40 Cesium hier noch mit im Testfeld sein. Das verzögert sich leider noch ein bisschen, wird erst
Ende Oktober, Anfang November auf den Markt kommen. Und dann hoffe ich, dass ich auch das hier noch auf den Tisch bekomme und euch dann zeigen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.